erfolgreiche Ergebnisse heute wieder eingefahren. Platz 1, Platz 2 und Platz 7 unter diesen perfekten Bedingungen. Wie war heute das Rennen an sich, also die drei Rennen an und für sich für dich? Ja, wir haben leider in der ersten Wettfahrt haben wir einen perfekten Start gemacht und haben dann die Möglichkeit, dass wir gleich am Ende machen, haben wir nicht genommen, sondern sind leider nach links weitergefahren und das hat uns eigentlich das Rennen gekostet und das ist sehr schade, weil wenn wir umgekehrt hätten, dann wäre es so gegangen wie in den darauffolgenden Rennen, wo wir eigentlich einmal Zweiter und einmal Erster geworden sind. Die Ungarn segeln leider sehr konstant mit 1 und 2 und ich hoffe, dass morgen ein bisschen unkonstantere Bedingungen sind, dass man ein bisschen herumspielen kann und dass wir den Abstand verkürzen können. I cannot complain about the results. Super satisfied I'm not, because I know I can do better, but it's very difficult to lake, and I think I should have been a little bit more training here, but it's very difficult coming because I live very far south in Argentina, so it's very difficult to come over and stay a long time here and train and learn a little bit more about the lake, because there are some little tricks.